Eines steht doch wohl fest. Gespenster gibt's nicht. Trotzdem gibt es manchmal merkwürdige Dinge, die man sich zunächst überhaupt nicht erklären kann. Der alten Frau Reiniger geht das so. Sie hat ein kleines Gartenhäuschen in einer Heimgartensiedlung und fast jede Nacht hört sie recht eigentümliche Geräusche im Dachstuhl. Sie kommt trotz aller Bemühungen nicht dahinter, woher das kommen könnte, und nun ist sie so durcheinander, dass sie nicht mehr wagt, dort zu übernachten. Sie hat ihre Not auch dem Mechanikermeister Schmidt geklagt, und dem fiel wiederum der Meister Eder ein. Hatte der nicht schon oft recht seltsame Geschichten von einem Kobold erzählt? Und war da nicht neulich beim Spanferkelessen nicht auch so etwas Merkwürdiges gewesen? Kurz entschlossen ging er zu seinem Freund Eder. Vielleicht wusste der bei seltsamen Dingen besser Rat als sonst wer. Er begann das Gespräch ohne Umschweife. Du, sag mal, Franz, du hast doch einen Kobold. Schorsch, da drüber rede ich nicht gern. Ja, ich weiß schon, wir haben dich ausgelacht. Aber glaub mir, es gibt schon komische Sachen. So? Wie denkst du eigentlich über Gespenster? Okay, lass mich doch mit dem Schmarrn in Ruhe. Nein, das ist kein Schmarrn. Du, bei der Frau Reinicke geistert's. Weißt, das ist die alte Frau in der Siedlung, die so krumm geht. Ja, also kenn bei der ich. Also bei der ist wirklich was Seltsames. Ja, und warum erzählst du mir denn das? Ja, weil ich mir denk hab, dass du da vielleicht eine Erklärung weißt, wo du doch also sozusagen Erfahrung hast, nicht wahr? Ich mein, wenn man schon einen Kobold hat. Schorsch, versuch nicht, mich auf den Arm zu nehmen. Nein. Da drauf fall ich nicht rein. Nein, im Ernst, Ehrenwort. Weißt, man müsste dahinter kommen, was da los ist. Die alte Frau tut mir so leid. Der ist die ganze Freude an ihrem Häusl verdorben. Na ja, das werden halt Mais sein oder Ratzen oder sowas. Nein, Viecher sind das nicht. Gespenster sind es jedenfalls auch nicht, weil es so einen Blödsinn nicht gibt. Ja, und wenn es ein Kobold wäre? Könnte das sein? Du wärst doch Spezialist. Schorsch, lass das. Meinst, ihr merkt nicht, dass ihr euch bloß auf meine Kosten einen Spaß machen wollt? Ich bin ja nicht deppert. Franz, es tut mir leid, dass wir dich ausgelacht haben, aber diesmal ist kein Spaß. Franz, darf ich dir Frau Reinicke herschicken? Ich versprich mir nichts davon. Ich schick's her. Hör dir von ihr die Geschichte selber an, ja? Von mir aus. Aber Hoffnungen brauchst du für keine machen. Der Meister Eder war recht zugeknöpft, verständlicherweise. Der Pumuckl dagegen war der Sache gegenüber sehr aufgeschlossen. Kaum war der Spenglermeister gegangen, hüpfte der Kobold mit einem Riesensatz auf die Hobelbank und rief. Und wenn's ein Kobold wäre, ein zweiter Kobold, vielleicht eine Frau Kobold, die einen Herrn Kobold sucht, also das wäre ja wirklich ein Spaß. Ich weiß nicht, ob das ein Spaß wäre. Das wäre schon ein Spaß. Ein so kleiner Nichtsnutz wie du reicht mir eigentlich. Ja, ein ja. Was, ein kleiner Nichtsnutz? Ja, wie du. Ein kleiner Nichtsnutz, ich bin ein großer Nutz. Jawohl, ich bin einer der größten Nutze, die es überhaupt gibt. Ja, cool. Ist schon gut, Pumuckl, da fang die nur wieder. Aber was es auch immer sein mag, es ist ganz bestimmt ganz einfach zu erklären. Ich möchte schwören, das sind Hasel oder Fledermäus oder so ein Viehzeug. Ja, aber dann könnte es doch gar nichts schaden, wenn wir uns diese Flederhasenmäuse mal anschauen. Also vielleicht nehmen wir dann eine davon mit und dann geistern wir hier im Dach stehen. Ja, das ging mir gerade noch ab. Ja, mir geht es nämlich auch ab. Und wenn es uns allen beiden abgeht, dann holen wir eben so eine Hasenfleder und dann... Dann Fledermaus heißt es. Fledermaus. Komm, die müssen wir uns jetzt sofort holen. Das Wort ist ja schon so geisterlich. Na, dann muss ich dich doch enttäuschen. In so komische Sachen, da mische ich mich gar nicht gerne. Aber ich mische mich ja sehr gerne da rein. Ja, du schon, freilich. Ich bin ja ein Einmisch-Kobold, ach, jawohl. Was ein du alles bist. Und ach. Mitmisch und Aufmisch, Kobold. Fledermaus. Den guten Vorsatz, sich nicht einzumischen, hat der Meister Eder doch umgestoßen, als tatsächlich nachmittags die alte Frau Reinicke in die Werkstatt kam. Der Herr Schmidt hat gesagt, ich soll Ihnen erzählen, was los ist. Vielleicht könnten Sie helfen. Das weiß ich nicht. Ja, ich weiß mir nicht mehr zu helfen.
Mein Heisel war meine einzige Freude. Ja, ja. So oft es nur gegangen ist, bin ich raus seit 20 Jahren. Aber jetzt ist mir alles verleidet. Aber das muss ich da alles aufklären lassen, Frau Reinicke. Ja, das habe ich mir ja auch gedacht. Ich habe alles abgesucht. Ja. Aber nachts. Ja. Immer so um die gleiche Zeit, da fängt's an. Was fängt an? Es tut, wie wenn jemand mit blechernen Schwertern aufeinander hauen tät. Oder wie wenn Blechbüchsen geschmissen werden. So? Grausam, sag ich einer. Ja, und wo tut's denn da so? Wo? Ja, es muss irgendwo unterm Dach sein. Unterm Dach? Ja. Aha. Der Herr Schmidt hat sich schon auf die Lauer gelegt. Aber nix. Und kaum war er weg, da ist losgegangen. Vielleicht erlaubt sich jemand einen schlechten Scherz. Ich hab rings ums Haus alles sauber gekarrt, ja? Sodass man jeden Fußtritt sehen muss. Nix war zu sehen. Ja, aber selbst wenn ich mich genauso auf die Lauer lege wie der Herr Schmidt, dann kann es doch sein, dass sie genauso wenig rührt wie bei ihm. Ja, aber nicht? Der Herr Schmidt hat gesagt, ja? Dass sie einen unsichtbaren Geist ach, haben. Geh, sind sie mir nicht böse. Aber ich glaube jetzt schon an alles. Herr Eder, könnten Sie nicht am nächsten Samstag, Sonntag einmal draußen schlafen in meinem Häusl? Ja, ist ja schön, mein Garten und die Luft und die Ruhe, wenn es nicht gerade umgeht, meine. Na ja, ja das kann ich schon mal machen. Darf ich Ihnen die Schlüssel da lassen? Bitte schön. Na, von mir aus. Schauen Sie, mir ist das ganze Leben verdorben, wenn das so weitergeht. Ich habe bloß meinen Garten und mein Häusl. Das ist meine einzige Freude. Na, also nachher, geben Sie die Schlüssel her. Ja, bitte. Der Geschichte werden wir schon auf die Spur kommen. So kam's, dass der Meister Eder mit seinem Pumuckl am Samstag in das Gartenhäusl zog. Es war ein strahlender Tag und wirklich ein Vergnügen, ein wenig im Grünen zu sein. Nachmittags spielte er mit dem Spenglermeister und noch ein paar Heimgartenbesitzern ein wenig Karten. Dann, als es dunkel wurde, verabschiedete er sich. Er aß mit dem Pumuckl gemütlich Abendbrot, las ein bisschen in der Zeitung und wurde allmählich rechtschaffen müde. So, Pumuckl, jetzt machen wir's Licht aus. Jetzt braucht's Gespenst bloß noch kommen. Ja, hoffentlich traut er sich auch herein, wenn wir hier sind. Wer er? Ich weiß nicht, also der Blechaufeinanderhauermann. Bis jetzt habe ich noch niemand entdeckt, obwohl ich überall herumgeklettert bin. Auf dem Dach, unter dem Dach, sogar in zwei Mauselöcher im Garten habe ich hineingeguckt. So? Nicht mal eine Maus ist da, also ganz zu schweigen von einer Fledermaus. Wir sehen, dass er weiterhin nichts da ist. Na, soll ich vielleicht ein ganz kleines, leises Gespenster erwarte? Gedicht machen? Ja, ja. Oder ein Gespenstererwarte-Lied. Ja, singe. Das tut's. Ich singe ein Gespenstererwarte-Lied. Ja, das ist, ja. Das ist immer sehr schön, weil es auch so schön gespenstererwartemäßig klingt. Vor dem Fenster sitzen Gespenster. Na, das wird ja sehr schön. Ja, das ist ein modernes Lied. Und ein jeder hat eine Fledermaus! Was war das? Ah, das wird im Nachbargarten gewesen sein. Ja, ja. Das ist hier im Haus. Sei still. Das ist auf dem Dachboden. Ganz bestimmt. Das könnte durchaus das Geräusch sein, das die Frau Reinicke meint. Wo habe ich denn meine Taschenlampen? Auf dem Tisch ist die Taschenlampe. Herrschaftszeiten! Jetzt habe ich das Bierglasl runtergeschmissen. So was Blödes. Halt. Komm, Pummel, rauf auf den Dachboden. Leise, leise. Ja. Nein, ich darf nicht sagen, neulich, weil ich bin leiser als du. Oh, also ich sage dir, wir müssen ganz vorsichtig ja. Unser Rad gleich klappen, ja. Damit uns das Gespenst nicht erschreckt, sondern damit wir das Gespenst erschrecken. Ja, ja. Da hinten aus der Ecke kommt's. Na, da ist nix. Ist wer da? Hallo? Ja, da ist überhaupt nix. Oder siehst du was? Nicht mal was Unsichtbares sehe ich. Hallo? Ist wer da? Das kommt von draußen. Das muss irgendwas außen am Dach sein.
Komm, Pumuckl, schau mal raus in den Garten. Ja, schau mal raus in den Garten. Komm, ganz vorsichtig. Aber auch im Garten war nichts zu sehen. Auf dem frisch gerechten Weg keine Fußspur und das Geräusch verstummt. Es war jetzt eine ganz stille, sternenklare Nacht. Der Meister Eder und sein Pumuckl gingen im Garten auf und ab, leuchteten mit der Taschenlampe alles ab. Nichts. Es war wirklich ein wenig unheimlich. Schließlich blieb ihnen nichts anderes übrig, als ins Bett zu gehen. Der Meister Eder schlief nicht sehr gut, denn manchmal schreckte er auf, weil er glaubte, irgendetwas scheppern zu hören. Am nächsten Morgen kam natürlich gleich in der Früh der Freund Schmidt vorbei, aber sie fanden auch beim gemeinsamen Suchen nichts. Der Pumuckl war höchst ärgerlich über die ganze Geschichte. Sobald er aufgewacht war, begann er zu suchen, und er suchte den ganzen Morgen. Und weil er auch von oben auf das Dach des Häuschens schauen wollte, kletterte er auf einen Baum, der hinter dem Haus, aber schon außerhalb des Grundstücks stand. Es war eine mächtige Eiche, deren Äste das Häuschen fast berührten. Und wie er sich da auf den Ast schwang, der dem Haus am nächsten war, fing es zu scheppern an. Genauso zu scheppern wie in der Nacht. Oh, oh, das war doch das Gleiche wie... Ganz, ganz still halten. Ganz still. Aha. Aha. Wenn ich mich still halte, ist es auch still. Und wenn ich mich nicht still halte, wenn ich auf dem Ast schaukele... Beim Schaukeln scheppert's. Und bei Nicht-Schaukeln nicht. Da muss was sein. Da ist auch was. Eine feine, durchsichtige Schnur. Das ist ja ein Glasfaden. Der ist am Ast festgebunden und geht zur Dachrinne und von da... Moment. Von da in die Dachtraufe. Und wenn man an der Schnur zieht, dann... Ich hab's! Ich hab das Blechgespenst! Pumuckl, was machst du denn für ein Geschepper? Hörst du's denn nicht? Ich hab das Gespenst! Feil, Graf, das ist das Geräusch. Ja, das ist das Geräusch. Wart, ich steig mit der Leiter nach. Nein, bleib unten, sonst brichst du dir noch ein Bein und dann bin ich schuld. Da guck doch mal, da siehst du dir nicht den durchsichtigen Faden? Ah, das ist ja Perlenfaden. Ja, und der Perlenfaden, der ist am Baumast festgemacht und hier an einer Blechbüchse. Und wenn man den Ast vom Baum schüttelt, also so, dann scheppert die Büchse in der Regenblechröhre. Ja, gibt's denn sowas? Ja, sowas gibt's. Also, da hört sich schon alles auf. Hab ich mir's doch gedacht, dass sie da jemand einen schlechten Scherz erlaubt hat. Ja, sowas. Also bitte, habe ich nicht gesagt, dass ich ein Nutz bin? Ja, die durchsichtige Schnur, die hättest du nie gesehen mit deinen schlechten Augen. Ja, wenn der Pumuckl nicht auf den Baum gestiegen wäre, na, hättest du die nie gesehen. Nein, das hätte ich nie gesehen, nie. Das muss ich zugeben. Ja. Eine Perlenschnur kann man auf die Entfernung gar nicht sehen. Also sowas Raffiniertes. Ja, sehr. Also das scheppert, wenn der Wind geht und sich der Ast bewegt. Dann... Und das scheppert auch, wenn man sich auf den Ast setzt und an der Schnur zieht. So. Solche eine Gemeinheit. Ja, gibt's denn das? Ja, ich bin ein Nutz. Ich bin ein Nutz. Ich bin der größte Nutz. Sei still. Sei ruhig. Peter. Der Schorsch kommt. Was ist? Hast du es gefunden? Ja, ein Blechbüchsen an einer Perlenschnur. Schau das nur an. Ja, sowas. Ja, wer macht denn sowas? Ja. Wer hast denn die Schnur überhaupt gesehen? Ich hab da auch schon den Baum in Verdacht gehabt, aber die Schnur hätte ich nie gesehen. Ja, weißt, mein Kobold hat halt bessere Augen als wir zwei. Hast recht, nimm mich noch hoch. Ja, ich hab wirklich schon angefangen, an Gespenster und Kobold zu glauben. Bist jetzt du an die Schnur gekommen? Nein, mein Kobold, der mag das nämlich nicht, wenn ihn jemand mit Gespenst in einem Atemzug nennt. Ach so, ja, na, bitte halt vielmals um Entschuldigung. Du weißt, was ich glaub? Was? Das Ganze ist ein Lausbeimstreich. Und wenn ich mich recht erinnere, ist Frau Reinecke schon einmal wegen zwei so Lauser in die Schule gegangen und hat sich beschwert. Das kriegen wir schon raus. Am Nachmittag ist Frau Reinecke gekommen, um sich zu erkundigen, wie es dem Meister Eder ergangen war. Sie hat nicht wenig gestaunt über die boshafte Konstruktion in der Regentraufe. Jetzt sagen's bloß, wer sich das ausdenkt haben kann. Der Schorsch meint, es könnten zwei Buben sein, mit denen sie schon mal Krach gehabt haben. Ja,
Der Otto und der Ludwig, die haben mir immer Hex, alte Hex nachgeschrien. So, so. Bis man zu dumm geworden ist. Und da bin ich in Schule. Aha. Ja, ja. Dann werden es schon die zwei sein. Ah ja, aber es können andere auch sein. Sie wissen schon, Kinder können schon recht böse sein. Geben Sie Acht, Frau Reinicke. Ja. Heute Nacht bleiben Sie im Haus. Gegen Abend ging es durch die ganze Heimgartensiedlung, damit jeder sieht, dass Sie da sind. Ich verdrück mich. Aber ich stehe in der Dunkelheit hinterm Busch, in der Nähe von dem Baum und warte, was geschieht. Sie brauchen sich nicht fürchten. Aber wenn Sie die Buben stellen, nachher denken Sie sich das nächste Mal noch was Schlimmeres aus. Keine Angst. Die stellen nichts mehr an, so war ich jeder heiß. Ist ja eine Gemeinheit, einer alten Frau so Angst einzujagen. Mei, oh mei, oh mei. Wird das eine Aufregung werden? Mei, oh mei, oh mei. Wenn mich das aufregt. Ah, beruhigen Sie ihn. Nicht nur Frau Reinicke fand das aufregend, auch der Pumuckl. Hinter der Heimgartensiedlung ist ein kleiner Wald, und in dem gingen der Meister Eder und der Kobold in der Dämmerung spazieren, um sich dann bei Dunkelheit hinter dem Busch verstecken zu können. Bei diesem Spaziergang sagte der Pumuckl plötzlich: Schau mal, was ich da habe. Ja, was hast denn? Das sind Nadeln, Stecknadeln, eine ganze Handvoll. Die habe ich mitgenommen. Die waren in einem kleinen Nadelkissen. Und zu was brauchst du die? Zum Stecken, also zum Pieksen, zum Stechen. Wenn Buben auf dem Baum sitzen und an der Schnur ziehen, dann mache ich Pieks und die Buben machen Quieks. Das reimt sich. und das mache ich dann immer wieder. Und dann hüpfen die wie Flöhe vom Baum und direkt in deine Arme. Und dann mache ich damit sie sich auch mal vor Gespenstern fürchten. Das ist ein sehr feiner Plan. Das ist ein Nutzplan, ein Pieksplan. Also das tust du nicht. Doch, das tue ich. Weil die schon sonst meinen, ich hätte es gestochen. Das wäre eine Körperverletzung. Das darf man nicht. Am Baum oben ist was anderes. Da könnten sie auch in irgendwelche Dornen gelangt haben. Aha. Ja. Ach so, wachsen denn Dornen auf einem Eichbaum? Nein, eigentlich nicht. Aha. Die einzigen Dornen, die es da gibt, die wachsen herunten am Boden. Aha. Da, schau her. Da, die Brombeerranken zum Beispiel. Weißt du was? Das ist ein feiner Pumuckl-Gedanke. Wir lassen Brombeerranken auf dem Eichbaum wachsen. Auf dem Ast, auf dem sie sitzen. Da rankt und rankt dann ganz viele Brombeere. Dann sticht und sticht die viele Brombeere und ganz viele Stecknadeln. Und das wird dann ein riesiger Pumuckl-Spaß. Ich weiß nicht. Aber ich weiß. Und sie gehen da nie mehr auf den Baum, weil sie vorher alle Ranken runtermachen müssen. Mhm. Und das kann man ja nur bei Tag. Ja, freilich. Kann man nur bei Tag und nicht bei der Nacht. Ja, weil man ja bei der Nacht gar nicht sehen kann, ob da Brombeerranken oben sind. Und dann kommen sie bei Tag und dann kann sie ja sogar die Frau Reinicke persönlich mit ihrer eigenen Hand. Ja, gar nicht schlecht. Aber das müssen wir nachher schnell jetzt noch machen. Bevor es dunkel wird. Ich bin doch unsichtbar. Ich kann doch alles machen. Brombeerstacheln an Bäume machen, sollen Buben pieksen, damit die Buben quieksen. Brombeerstachel, Kobolzrachel. Nein, Rache. Muss es heißen. Muss. Nein, ich setze dich nicht anders. Brombeerdorn, Koboldzorn. Hui, 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 hui. Ihr hättet den Pumuckl sehen sollen, wie er die Brombeerranken um die Äste gewickelt hat. Mit wahrem Feuereifer hat er sich daran gemacht. Und als dann alles recht schön mit Stacheln gespickt war, setzte er sich, mit seinen Stecknadeln bewaffnet, in die Baumkrone. Bei einbrechender Dunkelheit versteckte sich der Meister Eder hinter dem Busch. Frau Reinicke aber hatte inzwischen, wie befohlen, einen recht auffälligen Rundgang durch die Siedlung gemacht, zog sich dann ins Haus zurück und löschte bald das Licht. Es wurde ganz still in der Siedlung. Nur am anderen Ende ertönte ein leiser Pfiff. Was ist? Kommst mit? Du, ich weiß nicht. Hast gesehen, wie die alte Hex durch die Siedlung gegangen ist? Sie ist wieder da. Schon, aber da war doch gestern ein Mann in dem Häusel. Wenn der wieder da ist. Und? Lass ihn doch da sein. Dann hocken's halt jetzt alle zwei da und zittern. Da ist doch der ganze Spaß noch viel größer. Uns kann nichts passieren. Bis die über den Zaun kommen, da sind wir weiß Gott wo. Ich weiß nicht. Ich hab heute kein gutes Gefühl bei der Sache. Ein Schisser bist. Ich werde ein Schisser sein, wo ich doch das ganze Patent erfunden hab. Schon, aber ich hab's ihn aufgemacht. Geh zu, Rache muss sein. Die Strafaufgabe, die mir wegen derer Hex vom Lehrer gekriegt haben, das soll sie büßen. Schon. Komm, wenn wir jetzt aufhören,
Dann war es ja bloß eine halbe Sache. Gut, gehen wir. Ui, ich freue mich schon. Das gibt einen Mordspaß. Nicht so laut. Oh, die ist besonders finster. Gut, dass wir den Weg auch blind finden. Schau, die Hexe hat das Licht schon ausgemacht. Wetten, dass sie trotzdem kein Auge zumacht? Sie hat schon zu jemand gesagt, dass sie überhaupt nicht mehr rauskommt aus ihrem Häuschen. Die brummt uns keine Strafaufgabe mehr auf. Psst, ich hab was gehört. Schmarrn. Jetzt sind wir da. Wer steigt drauf? Du oder ich? Heute bist du dran. Gestern hab ich gescheppert. Gut, mach einen Untermann, dass ich raufkomme. Au, Herrschaftszeiten! Was ist? Ich weiß nicht. Ich muss in was Dorniges gelangt haben. Da herum sind plötzlich... Au, schrei nicht so. Au, was war das? Au, au, was ist denn? Au, au. Lass mich runter, au, hilf mir, lass mich runter, ja, au. Ja, ich helfe. Halt, Birscherl, da bleibst. Und von da drum kommst du runter, ja, und zwar sofort. Aber ich wollte den Fluss... Runter, sag ich. Man darf doch wohl noch auf den Baum raufsteigen. Ist ja außerhalb vom Zaun. Ja, da heraus darf man alles, meinst. Auch einer alten Frau Schreck einjagen. Wir haben ja bloß... Ich hab euer Büchsengespenst schon gesehen. Braucht euch gar keine Ausreden mehr ausdenken. Wir wissen von gar nichts. Au, au! Wenn's nicht gleich runterkommst, wärst so verstochen, dass du morgen nicht mehr sitzen kannst. Ich komm ja schon. So ist recht. So, und da, Frau Reinicke, kommen Sie mal her. Frau Reinicke. Wir haben doch gar nichts getan. Meinst du, ich hab nicht gehört, wie du gesagt hast, dass gestern der da gescheppert hat und heute schepperst du? So, Freunderl, jetzt hab ich euch alle zwei. Frau Reinicke, da schauen Sie her. Ja, das sind ja die zwei, wegen denen ich beim Lehrer war. Bitte schön, nicht nochmal zum Lehrer gehen. Zum Lehrer? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Zur Polizei wird das mal gegangen. Aber das war doch bloß ein Spaß. So, ein Spaß war das. Jetzt werde ich euch einmal sagen, was das war. Eine ganz hinterfotzige Gemeinheit. Schreckerjagen ist so viel wie Körperverletzung. Das setzt eine saftige Strafe. Körperverletzung in Tateinheit mit nächtlicher Ruhestörung. Nein, bitte nicht. Das haben wir alles nicht gewusst, wenn ein Vater das erfahrt. So, das habt ihr nicht gewusst. Aber wie man eine alte Frau schreckt, das habt ihr recht gut gewusst. Wenn mein Vater das erfahrt. Ein Watschen tät dir gar nicht schaden. Was sagen denn Sie, Frau Reinicke? Oh mein, ich hab gar nichts sagen. Ich bin ganz fertig. Regen Sie ihnen nicht mehr auf. Nein. Die zwei tun ihnen nichts mehr. Die kriegen auf der Polizei viel Zeit zum Nachdenken. Ich verspreche, dass ich nie mehr tue. Heiliges Ehrenwort, nie mehr. Wer sagt denn mir, dass ihr euer Versprechen haltet? Wir fliegen von der Schule. Bitte, bitte nicht auf die Polizei. Wir wollen alles wieder gut machen. Bitte nicht auf die Polizei. So, wie wollt ihr denn die Angst von der Frau Reinicke wieder gut machen, ha? Wie wollt ihr denn die schlaflosen Nächte dann wieder gut machen? Sagt's mal. Ich weiß nicht, aber irgendwas kann man doch tun. Wir graben ihr den ganzen Garten um, wenn sie will. Na, den ganzen Garten, das braucht's ja gar nicht. Aber bei den Hecken vorn, da müsst man umgraben. Ja, das können wir doch machen. Der Komposthaufen kehrt umgestochen, hab ich gesehen. Ich steche ihn um, gleich morgen nach der Schule. So, das wäre recht. Oh mein, das wäre mir schon eine große Hilfe. Gut. Morgen nach der Schule wird angefangen. Wenn das ordentlich gemacht wird, nachher lasse ich Gnad vor Recht ergehen. Und Sie sagen nichts dem Lehrer und meinem Vater? Ich schaue am nächsten Sonntag eure Arbeit an. Wenn alles in Ordnung ist, dann habe ich nie eine Blechbüchse in der Regentrafen gesehen. Dankeschön. Nachher ab, wir zwei, gell? Vorher aber wird das Gespenst da drum abmontiert, verstanden? Ja. Ist ein bisschen stachelig, der Baum, aber das macht nichts. So, jetzt erschleicht's euch. Oh mein Gott, Ida. Ich bin ja nicht so dankbar. Saubum. So. Und jetzt gehen wir. Nein, ich geh nicht. Ich bleib heute Nacht in meinem Häusl hier. Ich hab mit mir ja auch nicht Sie und mich gemeint, sondern mein Kobold und mich. Jetzt, wo Sie mir die Gespenster da heraußen vertrieben haben, wollen Sie mir den Kobold einreden. Nein, nix da, Herr Eder. Ich glaub nur noch an Lausbum. Und das reicht mir. Recht haben Sie. Also, auf Wiederschauen, Frau Reinicke. Komm, Pumuckl. Denken Sie sich nix. Der Pumuckl ist auch nix weiter wie ein Lausbur, aber ein rechter Netter. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Eder, danke schön. Dann gingen der Meister Eder und sein Pumuckl nach Hause durch die schon nächtlichen Straßen. Der kleine Kobold war natürlich sehr stolz auf seine Hilfe bei der Aufklärung der Gespensterei. Er hüpfte vor dem Meister Eder hin und her und sang.
Von Baum und Fenster jag ich Gespenster, jage in Waben spitzige Nadeln und auch hoho in den... Nein, das darf man nicht sehen. Und auch hihi ins linke Knie. Ja, aber nur habe ich leider beim Pieksen alle Nadeln verloren. Die stecken vielleicht noch im Hosenboden vom Ludwig. Das macht nichts, Pumuckl. Die Buben werden schon wieder rausziehen. Ja, und wenn nicht, dann werde ich, also ich meine, wenn Sie sehr schön gearbeitet haben, dann werde ich Ihnen die restlichen Nadeln noch einsammeln. Ja, das heißt dann also sozusagen, dass auch ich geruhe, Ihnen zu verzeihen. Ach, da werden Sie aber froh sein, Pumuckl. Ja, das glaube ich auch. Die Buben haben wirklich pünktlich alle Gartenarbeiten gemacht. Der Meister Eder musste direkt über den Eifer lächeln, mit denen sie sich zu weiteren Diensten anboten. Und ihr dürft mir glauben, dass dieses Lächeln vom Meister Eder auf die Buben und ihr schlechtes Gewissen gewirkt hat wie Sonnenschein nach einem Gewitter. Und ich nehme an, dass sie diese Geschichte nicht so schnell vergessen werden. Und ihr dürft mir glauben, dass dieses Lächeln vom Meister Eder auf die Buben und ihr schlechtes Gewissen gewirkt hat wie Sonnenschein nach einem Gewitter. Und ich nehme an, dass sie diese Geschichte nicht so schnell vergessen werden.